willkommen zurück bei Crash Academy zum weiteren Schiffguide. Ihr habt es euch gewünscht und zwar heute mit der Vanguard Warden von Aegis Dynamics. Ja, die Vanguard ist das Kampfschwein sozusagen, ursprünglich bezeichnet als Bulldog, das war der Arbeitstitel und genau so ist sie auch unterwegs und darum wollen wir sie euch jetzt hier an dieser Stelle gerne vorstellen. Sie ist halt ein sehr ausdauerndes Schiff und sie ist vor allem ein Schiff, was für einen Zweck gemacht ist und zwar fürs Kämpfen. Und dabei ist sie sehr, sehr massiv und sehr robust, kann viel aushalten und sie soll darüber hinaus sogar dann noch flugfähig bleiben, wenn wir einen Hüllenbruch vorfinden. Ja, und das merkt ihr auch schon, da gibt es eine kleine Spezialisierung hier drin, nämlich sie ist auf den Kampf ausgelegt und hat definitiv an sich von ihrem Aufbau her eigentlich wenig zivilen Nutzen. Und von da aus gehen wir jetzt direkt in die erste Kategorie, nämlich in den Fokus, wir haben es nämlich schon betont. Es geht um ein Kampfschwein hier. Es wurde vorgestellt als der Long-Range-Fighter, der in der Lage ist, hinter feindlichen Linien zu agieren, mehrere Sprünge durchzuführen und dann noch zu kämpfen, wieder zurückzuspringen, vielleicht sogar Routen im Cruise-Speed zu durchqueren. Und das ist der Sinn dieses Schiffes. Vielleicht kann man sie auch noch darüber hinaus, oder man sollte sie auch darüber hinaus, noch als schweren Jäger bezeichnen, der mit Bewaffnung einem gewissen Grund Gewicht und einer schweren Hülle daherkommt. Ja, du hast es so schön bezeichnet in deinem Dokument als Bomberzerstörer. Eben das die, ist die Eigenschaft des schweren Jägers, die hier reinkommt. Und auf der anderen Seite haben wir noch die anderen Varianten dazu. Da gibt es natürlich das E-War-Schiff, die Sentinel. Die wird die Flotte erweitern können um E-War-Eigenschaften. Dann haben wir den Kampfbomber oder Strike Fighter, das ist die Harbinger, die dann gezielt schwerere Schiffe angreifen kann, sogar als kleiner strategischer Bomber in Anführungszeichen funktionieren wird. Wir sehen also, die Aufgabenliste dieses Schiffes ist lang. Ich kann mir auch noch vorstellen, dass das Schiff sehr praktisch sein wird, um Langreichweiten-Eskorten zu fliegen. Ja, definitiv. Also dafür wird es sicherlich sehr gut gemacht sein, eine lange Eskortmission wirklich zu begleiten, dort wo Hornets oder Sabres dann eben nicht mehr hinkommen aufgrund ihrer begrenzten Reichweite. Und von da aus gehen wir dann direkt dazu, nämlich in die zweite Kategorie und das sind dann die Features und Weapons. Ja, was kann man als Features als erstes sagen? Es ist tatsächlich ein Multicrew-Jäger, wenn man so möchte. Das heißt, wir haben hier schon mal drei verschiedene Crew-Positionen. Ganz wichtig, wir finden den Turm vor, natürlich für einen Gunner, der auch sehr, sehr gut angebracht ist. Dann haben wir ein Engineering, ja, Pult im Crew-Bereich und natürlich nochmal abgetrennt davon das Cockpit. Das heißt, wir haben hier schon die Raumaufteilung, Einstieg mit Rampe, Crew-Modul, was gleichzeitig Escape-Pod ist, wo alle über längere Zeit versorgt werden können, mit einer Dusche drin, mit Versorgungseinrichtungen, mit Betten drin, Zugang zum Turm und dann das Cockpit, wo sogar noch Bereich hinter den Piloten frei wäre. Allerdings fehlt auch hier, wie bei Aegis üblich, der zweite Sitz leider. Leider ja. Das Cockpit hat den Vorteil, dass es ein wirkliches Fighter-Cockpit ist. Das heißt, wir haben den Großteil aller wichtigen Angaben direkt vor uns eingeblendet. Es gibt auch MFDs, die sind allerdings wie alle MFDs momentan bei Schiffen eher von sekundärer Bedeutung, weil man sie eben dann wirklich gezielt angucken muss. Das bedeutet, man muss in die Sichtsteuerung reingehen und das wird vielleicht dann irgendwann mit einer VR-Brille für euch Jägerpiloten dann deutlich einfacher, das anzusteuern. Aber momentan ist es eben so ausgestattet und da werden wir uns auf die zukünftige Entwicklung dann gefasst machen. Ja, was ist, können wir noch über die Ausstattung sagen? Sie hat eine sehr, sehr robuste Hülle. Das merkt man auch jetzt schon im Kampf. Das Schiff kann einige Treffer vertragen und man muss eine ganze Weile raufrotzen, bis überhaupt wirklich was passiert. Dazu kommen jetzt noch Schilde, die auch sehr stark sind. Laut Holotable finden wir hier sogar 6 Slots vor. Man muss sie ein bisschen suchen, aber dann findet man sie. Nach Holotable Size 1 Slots, nach Stats der Webpage sogar Size 2 Slots. Das müssen wir noch abwarten. Dazu kommen dann noch 2 getrennte Power-Generatoren der Größe 2. Auch das ist sehr praktisch, weil wir hier mit Ausfall arbeiten können und rechnen können. Das heißt, wir sehen, hier ist eine volle Ausstattung dabei und selbstverständlich hat dieses Schiff für den Auftrag auch noch einen Sprungantrieb. Und dazu kommen noch große Manövriertriebwerke also 12 Manövriertriebwerke und vor allem 4 Haupttriebwerke eigentlich, also 2 sehr große Haupttriebwerke links und rechts sozusagen an den Ausläufern und dann noch in der Mitte sind noch 2 kleine drin sozusagen, die man noch zuschalten kann. Gerade beim Afterburner sieht man das schon, dass das passiert. Ja, und von da aus gehen wir dann weiter in die Bewaffnung und ich fange mal damit an, was mir natürlich immer am besten gefällt und das sind die Gefechtstürme. Die Vanguard Warden hat auch einen Gefechtsturm eben oben drin, der
jetzt in der Standardausstattung mit zwei Size 2 Sawbucks ausgestattet ist und vor allem einen unglaublich schönen Überblick bietet. Er ist sehr gut vorne angebracht, das heißt, man hat wirklich einen guten Blick über das Kampffeld an sich. Was ist noch sonst dabei? Dann gibt es natürlich die Nasenbewaffnung. Das sind 4 Laserkanonen der Größe 2. Die heißen jetzt Behring MVSA Laser. Im Grunde genommen eine andere Bauform des M4A Lasers. Solide Waffen, jetzt nicht besonders durchschlagend, aber in der Masse natürlich zu viert. Durchaus ein durchschlagendes Argument, will ich jetzt sagen. Sind aber fest verbaut und auch zurzeit noch alternativlos. Da müssen wir schauen, was andere Vanguard-Versionen noch vielleicht für Waffen mitbringen. Ganz, ganz wichtig ist natürlich diese Gatling-Gun, die unter der Schnauze hängt. Size 4 von Apocalypse Arms. Diese schwenkbare Waffe ist sehr, sehr stark, ist wirklich das Feature, das Kernfeature im Waffenbereich, mit dem man sehr, sehr schnell Kills machen kann, wenn man dann trifft. Mhm. Dazu kommen natürlich noch Raketen. Die sind auch mit 4er-Racks ausgestattet. Also die Vanguard hat 4er-Racks. Size 2 Raketen. In der Standardausstattung nur Ignite 2 Raketen. Die sind allerdings noch sehr, sehr unsicher im Treffen. Da könnte man noch drüber nachdenken, stattdessen Tempest einzuladen. Definitiv. Wir kommen zur nächsten Kategorie und das ist dann wirklich unser Pro und Contra. Fangen mal mit ein paar Pro-Sachen an. Und zwar, das Schiff ist für den Kampf gemacht und diese Rolle füllt es sehr, sehr gut aus. Es ist tatsächlich sehr robust in seiner Art. Es kann wirklich viel einstecken, bevor da ernsthafter Schaden entsteht. Es ist trotz seines Gewichtes durchaus konkurrenzfähig zu anderen Jägern, das heißt auch in der Geschwindigkeit ist es durchaus sehr, sehr gut einbringbar in den Kampf und man muss dazu aber sagen, das spezialisiert das Schiff natürlich auf dieser Seite sehr, sehr wieder, das heißt grundsätzlich handeln oder wirklich Ladung transportieren ist für die Vanguard nicht gemacht, das ist nicht der Job dieses Schiffes und das sollte man auf jeden Fall wissen. Was fällt uns sonst noch ein? Naja, auch da ist ein wichtiger Punkt, ja, Exploration zum Beispiel wird jetzt nicht im zivilen Bereich oder im Bereich der Forschung denkbar sein. Da geht es wirklich um die militärische Aufklärung. Also auch da wird kein Wirtschaftsfaktor sein. Und da möchte ich auch nochmal einhaken, gerade bei der Effizienzfrage. Es ist vielleicht ein Schiff, was eher nach unserem Meinen für Organisationen geeignet ist. Und vielleicht als Vorhut eine spezielle Aufgabe in der Flotte übernimmt, aber halt nicht als Allrounder verschiedene Aufgaben ausführen kann. Wir haben es aber schon in Videos gesehen. Natürlich kann man jetzt Truppen reinladen für kürzere Strecken, die hinten aus dem Laderaum rausschmeißen, sage ich jetzt mal. Das ist vorstellbar, aber so Handelsaufträge, Transportaufträge, Exploration, alles das fällt hier weg. Deswegen von meinem Empfinden her kein Einsteigerschiff, sondern etwas für spezialisierte Piloten, die auch das schwere Schiff beherrschen können. Definitiv. Und von da aus gehen wir nochmal in die Flexibilität, die es aber trotzdem bietet als Schiff nämlich. Denn wir haben die Battle Kits, die damit geliefert wurden, beziehungsweise die man zusätzlich kaufen konnte und die man auch später noch nachrüsten kann. Und damit ist es sehr, sehr einfach, die Vanguard Warden zum Beispiel schnell durch den Austausch des Innenraums zu einer Sentinel zu machen oder die Sentinels zu einer Harbinger, die Harbinger wieder zu einer Warden. Das alles wird schnell über den Hangar möglich sein. Das heißt, man kann den spezialisierten Kampfauftrag, den man für dieses Schiff eben dann annimmt, auch sehr, sehr gut ausfüllen und dann eben entsprechend das Schiff so optimieren, wie man es in diesem Moment braucht. Optimieren ist noch ein Stichwort. Ich finde persönlich so, die Innenausstattung, die Raumaufteilung, die lässt noch sehr, sehr viel Freiraum übrig. Also allein die Einstiegsrampe ist natürlich fraglich bei so einem Dreimannjäger. Warum ist die nicht, wie früher bei einer Dauntless zum Beispiel, an der Seite angebracht? Warum gehen die Leute, also aus dem Zweiten Weltkrieg der Jäger, warum gehen die über eine Rampe rein und der ganze Raum da hinten ist nicht für Module ausrüstbar oder für irgendwelche Schlafplätze oder ein zusätzliches Escape-Pod? Das ist so ein bisschen verschenkter Raum. Auch der Raum hinter dem Piloten, hinter dem einsitzigen Cockpit ist zwischen Crewbereich und Pilotensitz irgendwo verschenkter Raum, von meinem Empfinden. Ja, definitiv, ja. Was man dazu noch ein paar Worte vielleicht zu den Kampfeigenschaften bzw. Flugeigenschaften. Es ist ein schwerer Jäger, das merkt man. Er bringt die Trägheit mit, die dieses Gewicht auch wirklich hat. Also das bedeutet, es ist nicht einfach zu fliegen, aber die Details dazu werdet ihr in einem zusätzlichen Video hören. Das heißt, da, wo wir den Flight Test besprechen, da schaut dann auf jeden Fall nochmal rein, wenn wir wirklich auf die Flugeigenschaften einzeln eingehen. Ansonsten kann man eben sagen, es ist für lange Reichweite gemachtes Schiff, dafür ist es ausgebaut und was ich sehr gut finde als Feature ist dieses Escape-Pod-Modul sozusagen, also nicht einzelne kleine Kapseln, sondern wenn man sich überlegt, im weiten, tiefen Raum, irgendwo fernab von jeglicher Versorgung, sprengt man sich komplett mit der ganzen Crew aus dem Schiff heraus und kann unter Umständen eine ganze Weile überlegen. Und von da aus gehen wir jetzt in die letzte Kategorie, nämlich in das Fazit und ihr habt es schon aus unserer Moderation so ein bisschen erfahren, es ist ein spezialisiertes Schiff. Es ist ein Schiff, wo man wissen muss, worauf man sich einlässt und nicht unbedingt für Einsteiger gemacht.
Es ist überhaupt nicht für Einsteiger gemacht, meiner Meinung nach. Auch als Pilot muss man mit dem Schiff erfahren fliegen. Ist jetzt kein Convenient Dogfighter, wo ich ein sehr, sehr natürliches, schnelles Flugverhalten habe. Das fällt da weg. Das Schiff ist eindeutig, meiner Meinung nach, was für erfahrene Leute, ob es Piloten sind oder auch für Organisationen, die einen gewissen Bedarf haben an Militärtechnik und so eine Rolle, ja, aufnehmen in ihrer Organisation. Die als Söldner arbeiten, vielleicht auch als Piraten oder die eine Flotte unterhalten, wo sie eine Vorhut haben wollen. Wir müssen an diesem Punkt uns halt die Frage stellen, ist dieses Schiff wirklich noch effizient oder ist es nicht eher etwas, was in Eskorten gebraucht wird als Backup für Organisationen? Ja, definitiv. Also gerade wo du sagst, Söldner oder ähnliches ist eine gute, dafür ist es eine hervorragende Wahl für den Zweck, definitiv ein sehr, sehr gut geeignetes Schiff. Man muss dazu sagen, aktuell fehlen noch einige Gegner, die das Schiff dann im Verse wirklich haben soll. Das heißt, einige Schiffe, die gerade größere Schiffe, die man damit angreifen soll und eben auch gegen sie bestehen soll, die sind noch nicht da. Außerdem sind die Reichweiten auch noch so eine Sache momentan, gerade im PU, denn man kommt im Endeffekt mit einer Hornet sehr gut überall noch hin. Das wird sich aber ändern und irgendwann wird die Hornet an die Grenzen ihrer Reichweite stoßen, auch die anderen Jäger natürlich, und da ist es vielleicht, dass die Vanguard dann ihre Sternstunde erlebt. In diesem Sinne, glaube ich, sind wir durch. Wie gesagt, schaut nochmal rein in den Flight-Test, wenn er dann online kommt. Da gehen wir nochmal auf die Flugeigenschaften ganz genau ein. Ansonsten abonniert unseren Channel, wenn ihr up-to-date bleiben wollt, auf jeden Fall, was Star Citizen angehen wollt. Liked oder disliked diese Episode und hinterlasst uns vor allem viele Kommentare, was ihr cool findet an der Vanguard, wieso ihr euch speziell für dieses Schiff entschieden habt oder was ihr noch vielleicht für Rollen annehmt, die die Vanguard später tragen kann. Ansonsten, wenn ihr uns als YouTube-Creator für Star Citizen unterstützen wollt, geht doch mal auf unser Patreon-Profil, das würde uns sehr, sehr freuen. Vielleicht findet ihr da was für euch. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und Weezen und Sawyer verabschieden sich mit einem gemeinsamen See you on the flight deck!